Sehr geehrte Damen und Herren, die Bilanz der Landesregierung nach knapp 2 Jahren ist ernüchternd und mir fehlt hier wirklich auch die Zeit zu weiteren Ausführungen. Noch an anderen Punkten werde ich das deutlich machen, Herr Kuckert. Aber ich will Ihnen nicht ersparen, noch einige aus meiner Sicht wichtige Politikfelder zu benennen, die mich sorgenvoll auf die nächsten 3 Jahre blicken lassen und bei denen ich wenig zuversichtlich bin. Ich weiß, Sie sind schon alle ganz aufgeregt. Ich kann Ihnen versprechen, es wird etwas dazu kommen. Diese Landesregierung wird es ob ihres zerrütteten Zustandes nicht schaffen, die dahinterstehenden Probleme konstruktiv und vor allem im Interesse des Landes zu lösen. Ich habe große Sorge um die Theater und Orchester, denn auch hier ist der Kurs der Landesregierung auf Konfrontation ausgerichtet. Wenn Sie so weitermachen, dann laufen wir Gefahr, die Kultur in unserem Land nachhaltig zu schädigen. Ich mache mir Sorgen darum, dass wir zu einem Bundesland verkommen, das mit industriellen Großtierhaltungsanlagen assoziiert wird, weil die Landesregierung nicht den Schneid hat oder es vielleicht auch gar nicht will, den permanenten Zuwachs sogenannter Massentierhaltungsanlagen zu begrenzen und dazu ihre politischen Möglichkeiten auszunutzen. Ich sorge mich darum, dass wir die Chancen unseres Landes in Bezug auf die Energiewende vertun. Immerhin hat die Landesregierung erkannt, dass die Ansätze im letzten Haushalt viel zu gering waren und die Ausgabeposition für Maßnahmen zum Klimaschutz von knapp 8 Millionen Euro auf 13 Millionen erhöht. Wir werden genau prüfen, ob dies ausreicht und wie dies inhaltlich gefüllt werden soll. Und wir werden genau beobachten, wie sich diese Landesregierung zur anstehenden Reform des EEG verhält. Ich befürchte, dass auch hier die Koalition keine übereinstimmenden Auffassungen vertreten werden und sich SPD und CDU auch in dieser Frage blockieren werden. Ich sorge mich darum, dass das Land die einmalige Chance zu einer nachhaltigen Agrarwende verpasst. Wir haben gerade in Zeiten der Neuausrichtung der Förderpolitik die Möglichkeit, hier umzusteuern, ökologisch wirtschaftende Betriebe zu fördern und dabei zu unterstützen, dem wachsenden Bedarf und der wachsenden Nachfrage aus regionalen und gesunden Lebensmitteln zu entsprechen. Regional und Bio muss die Marke werden für die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern. Sehr geehrte Damen und Herren, auf den Tag genau vor 2 Jahren wählten die Bürgerinnen und Bürger diesen Landtag. Die ersten 2 von insgesamt 5 Jahren der Legislaturperiode sind also vorbei. Und man möchte meinen, dass die rot-schwarze Landesregierung nun genügend Zeit zur Vorbereitung hatte, um jetzt das haushaltspolitische Kernstück ihrer Regierungszeit vorzulegen. Doch weit gefehlt, meine Damen und Herren. Obwohl der vorliegende Doppelhaushalt die Politik der beiden wichtigsten Jahre für die Regierung bestimmen wird, ist dieser Haushalt einer der am schlechtesten vorbereiteten Haushalte aller Zeiten. Ich komme dazu. Wichtige Entscheidungen. Ja. Ich werde das begründen. Ein Moment, Herr Saalfeld, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich bitte doch, dem Redner die Möglichkeit zu geben, sich hier so zu artikulieren, dass man dann seine Ausführungen auch verstehen kann. Meine Damen und Herren, wichtige Entscheidungen sind im Vorfeld nicht getroffen worden. Vorbereitende Gutachten, wie das Gutachten zum Landgestüt Redefin, die Gutachten zur Theater- und Orchesterlandschaft, das FAG-Gutachten oder das Gutachten zum Flughafen Rostock-Lage, wurden zu spät beauftragt oder wurden für die Haushaltsaufstellung nicht rechtzeitig fertig. Zukunftsfähige und nachhaltige Konzepte sucht man vergeblich. Ich zähle einfach mal auf, welches Chaos sich in den vergangenen 2 Jahren hier angesammelt hat und nun im vorliegenden Haushalt gipfelt. Das Gutachten zur Reform des Finanzausgleichsgesetzes zwischen Land und Kommunen ist nach 2 Jahren Regierungszeit noch immer nicht ausgeschrieben. Gerade gestern hat das Innenministerium wieder per Pressemitteilung verkündet, dass die Ausschreibung für das Gutachten gerade erarbeitet wird. Meine Damen und Herren, das hören wir bereits seit einem Dreivierteljahr aus diesem Ministerium. Das Gutachten zur zukünftigen Gestaltung der Theater- und Orchesterlandschaft ist zwischenzeitlich Makulatur. Hilfsweise wurde noch schnell ein neues Konzept für den westlichen Landesteil zusammengezimmert. Für den östlichen Landesteil gibt es bisher keine konzeptionellen Vorstellungen. Dennoch sollen weitreichende Umschichtungen im Haushalt zugunsten des Bildungsministers vorgenommen werden. Keiner weiß aber, was Minister Brotkorb damit eigentlich anstellen wird. Das zweite Gutachten zur Zukunft des größten Flughafens im Land, in Rostock-Lage, wurde gerade erst beauftragt und liegt nicht früh genug vor, um noch im Doppelhaushalt berücksichtigt zu werden. Damit verschiebt sich eine Entscheidung über die Zukunft des Flughafens auf das Jahr 2016. Das Gutachten zur Zukunft des Landgestüts in Redefin liegt zwar vor, entpuppt sich aber als völlig unbrauchbar, weil entgegen der jahrelangen Beteuerungen von Landwirtschaftsminister Backhaus nicht geprüft wurde, welches Betriebskonzept
zur signifikanten Reduzierung des Betriebsmittelzuschusses führt, sondern es wurde nur gutachterlich festgestellt, dass das bestehende Backhausche Cinderella-Gestüt mit all seinen fragwürdigen Geschäftsbereichen wie die Junghengstaufzucht und der Jahrmarkt, Picknick, Sinfonie, Hengstparaden, Kutschfahrten, Modeschau, Zirkus in dieser Disneyland-Fantasie auch weiterhin jährlich 1,6 Millionen Euro Zuschuss braucht. Tolles Gutachten, meine Damen und Herren. Das hätte ich Ihnen vorher sagen können, dass bei Aufrechterhaltung der hochdefizitären Cinderella-Geschäftsbereiche der Zuschuss kaum zu senken ist. Der Minister hat aber den Ausschüssen immer versprochen, dass bis Frühjahr 2013 ein Betriebskonzept vorgelegt wird, das den Zuschussbedarf reduziert, auch wenn dafür Geschäftsbereiche aufgegeben werden müssen. Das Gutachten und insbesondere die Frage, ob für das Gutachten vom Minister öffentliche Mittel zum Schornstein hinausgejagt wurden, um den Landtag an der Nase herumzuführen, werden wir uns im Finanzausschuss ganz genau anschauen. Ich komme zur nächsten Chaosbaustelle, diesmal die von Wirtschaftsminister Harry Klawe, die Werftenfinanzierung. Was haben wir uns den Mund hier im Hause fusselig debattiert? Welchen Budenzauber führte die Landesregierung hier auf? Und nun stellt sich heraus, dass alle Beschlüsse zum Bürgschaftsmanagement Makulatur sind. Einen Unterausschuss des Finanzausschusses gibt es nicht. Das Risiko des Landes ist letztendlich nicht auf 200 Millionen Euro begrenzt, sondern ist auf 300 Millionen Euro angewachsen. Der vorgelegte Gesetzentwurf zum Bürgschaftsmanagement im Rahmen der Haushaltsbegleitsetzung muss nochmals angepasst werden. Die Regierung rühmt sich zwar, dass sich die schwarz-gelbe Bundesregierung mit ins Boot holen lassen ließ. Die Bundesregierung nimmt aber vornehm in der ersten Klasse Platz, während das Land im Maschinenraum schuften muss. Erst wenn das Land bis 2019 weitere 200 Millionen Euro Bürgschaftsausfälle im Werftenbereich zu beklagen hat, beteiligt sich die Bundesregierung an den weiteren Ausfällen generös zu 50% und maximal mit 100 Millionen Euro. Das passiert eben, Herr Dr. Nisieri, wenn die Interessen des Landes nicht offensiv gegenüber der Bundeskanzlerin vertreten werden können, weil der kleinere Koalitionspartner, die CDU, aus wahlkampftaktischen Gründen auf der Bremse steht. Chaotisch stellt sich auch die Förderpolitik im CDU-geführten Wirtschaftsministerium dar. Niemandem hat sich der Sinn wirklich erschlossen, warum Wirtschaftsminister Klawe eine millionenschwere Förderung für ein Solardach auf einer Skihalle bewilligt hat. Das war ein förderpolitischer Offenbarungseid und eine betriebswirtschaftliche Irrfahrt des Ministers, die sich so nicht wiederholen darf. Und wissen Sie, was ich mich in diesem ganzen Chaos frage? Wo ist eigentlich Herr Sellering? Ja, vorhin haben wir ihn gesehen und gehört. Da hat er ein Grußwort zum Haushalt gehalten. Ich hatte auch kurz überlegt, ob er noch eine Schere bei der Rede herausholt und fragt, wo das rote Band ist, was er durchschneiden müsse, um die Haushaltsdebatte zu eröffnen. Aber ansonsten hört und sieht man wenig vom Ministerpräsidenten. Auch im Haushalt vermisse ich seine Handschrift. Hier macht doch offensichtlich jeder Minister, was er oder sie will. Der Haushalt ist ein Flickenteppich aus ministerialen Eitelkeiten und Einzelinteressen. Ich verdeutliche das. Da haben wir einen Bildungsminister, der sämtliche Schubladen aufmacht, sich aber diese Schubladen nicht mehr geräuschlos geschlossen bekommt und es dann stattdessen mit brachialer Gewalt versucht. Herr Brotkorb ist mit seiner Reform der Theater- und Orchesterlandschaft gescheitert. Nun lässt er sich die Verantwortung für die Mittel überschreiben, ohne dass auch nur ein einziger hier im Raum wüsste, was er eigentlich damit vorhat. Nein, ich weiß es auch nicht und das macht mir Sorge, dass wir ihm alle Mittel überschreiben und niemand weiß, was er eigentlich damit vorhat. Ein Moment, Herr Saalfeld. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich weise nochmal darauf hin, es kann eine emotionale Debatte sein, aber der Redner muss dabei trotzdem zu verstehen sein. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Schublade mit der Frage, wie man die Attraktivität des Lehrerberufs steigern könne, hat er auch aufgerissen. Die Antworten seiner eigenen Expertenkommission gefielen ihm einfach nicht. Zack, wurde die Schublade mit der Verbeamtung einiger weniger wieder geschlossen. Gesamtkonzept fehlt, Begleiterscheinungen wie Unzufriedenheit im Lehrkörper werden zunächst ignoriert. Ich fahre fort, da haben wir zum Beispiel auch noch einen Landwirtschaftsminister, der die Ausschüsse und damit den gesamten Landtag jahrelang bezüglich Redefien an der Nase herumführt. Ich hatte bereits dazu Ausführungen gemacht. Da haben wir einen Verkehrsminister, der zum Flughafen Rostock-Lage nach dem ersten vernichtenden Gutachten zur Wirtschaftlichkeit des Flughafens gleich ein zweites in Auftrag gibt, ob und wie das Land auf diesen toten Gaul noch aufsteigen kann. Ich habe das Gefühl, dass hier das Hinauszögern von Entscheidungen durch teure Gutachten erkauft wird.
Wir brauchen zum Flughafen noch dringend in diesem Jahr eine Entscheidung und nicht erst 2016, meine Damen und Herren. Da haben wir unter anderem auch eine Justizministerin, die eine Irrfahrt in der Gerichtsstrukturreform hinlegt. Meine Damen und Herren, stecken Sie doch einfach die 1,6 Millionen Euro Betriebsmittelzuschuss für das Cinderella-Landgestüt in Redefin in die Gerichte. Stecken Sie das Geld in Richter statt in Pferde. Sie hätten mit einem Schlag die Gerichtsstruktur zukunftsfähig gemacht und Ihre Glaubwürdigkeit gerettet. So aber bleibt der Eindruck zurück, dass der Landesregierung die Backhausche Junghengstaufzucht, die in Kennerkreisen auch als Ministerlotterie bezeichnet wird, wichtiger ist als die bürgernahe Rechtsprechung im Land. Und wir haben da einen Innenminister, der eine ganz ruhige Kugel bei der Frage der Finanzierung der Kommunen schiebt, den Reformprozess und die vorgeschaltete Begutachtung des FAG verbummelt er und legt diesen Prozess auf Jahre an, während sich die Kommunen von Hilfspaket zu Hilfspaket hangeln müssen. Der gleiche Minister greift großzügig in die Landeskasse, wenn es um die Ausstattung seiner geliebten Polizeihubschrauber geht. Im kommenden Jahr kommen zu den jährlich 2,5 Millionen Euro nochmals zusätzlich 2,5 Millionen Euro für ein neues Kamerasystem an den Hubschraubern hinzu. Das ist zumindest der Finanzplanung zu entnehmen. Meine Güte, meine Damen und Herren, 2,5 Millionen Euro für zwei Kameras, was die dann wohl alles sehen können. Vielleicht die Punkband Feine Sahne Fischfilet, sollte sie mir auf der Rückseite des Mondes auftreten. Oder vielleicht erkennen diese Kameras gleichzeitig auch die Gesinnung. Bei solchen Preisen sind der Fantasie zumindest keine Grenzen gesetzt. Meine Damen und Herren, ich glaube, der Innenminister hat jegliches Kosten-Nutzen-Bewusstsein verloren. Von den Kosten für Live-Übertragungen der Hubschrauberbilder in jede Polizeidienststelle wollen wir hier mal ganz schweigen. Aber eines können Sie mir nicht erzählen, nämlich, dass das noch irgendetwas mit der Suche nach Vermissten zu tun habe. Hier geht es um knallharte Überwachung der Bevölkerung und zwar um sehr, sehr teure Überwachung der Bevölkerung. Ich sage Ja zur Vermisstensuche, gerne auch durch die Luftrettungshubschrauber statt durch die Polizeihubschrauber. Aber ich sage ganz klar Nein zur Überwachung. Diese Millionen kann sich das Land sparen. Und Herr Sellering, er lässt einerseits zügellos gewähren und treibt andererseits seine Minister nicht an, wenn sie mal wieder apathisch auf ein Gutachten warten, in der Hoffnung, dass Ihnen PwC, Metrum, Krieger-Mellison und wie die renommierten Unternehmen alle heißen, sagen werden, wie Sie als Minister Politik machen sollen. Stattdessen hätte Herr Sellering zum Beispiel die lang angekündigte Fördermitteldatenbank in den Haushalt aufnehmen können. Noch immer weiß niemand im Land, selbst die Ministerien nicht, wie viel welche Projekte an Förderungen zwischenzeitlich erhalten haben. Und das nach all den Fördermittelskandalen der letzten Zeit. Ich finde das anachronistisch. Herr Sellering hätte sich auch in die Debatte um die prekäre Hochschulfinanzierung einschalten können. Die Hochschulen rufen nach Hilfe und können ziemlich belastbar vorrechnen, dass sie die Kostensteigerungen durch Tarifabschlüsse und Betriebskosten beim besten Willen nicht mehr bedienen können. Ich saß Anfang der Woche beim Rektor der Universität in Rostock. Dieser hatte die demokratischen Fraktionen eingeladen. Grüne und Linke waren der Einladung gefolgt. Dort wurden uns die Haushaltsanmeldungen präsentiert, darunter 10 Millionen Euro Mehrbedarf aus Tarifsteigerungen, rund 3 Millionen Euro mehr für Gebäudebewirtschaftung. Zurzeit erwirtschaftet die Universität unglaubliche 4,6 Millionen Euro durch Vakanzhaltung von Personalstellen. Das sind aber Personalstellen, aus denen die Kapazität der Studiengänge abgeleitet wird. Das muss man sich mal verdeutlichen. Hier fehlen also am Ende des Tages Lehrveranstaltungen, weil über 80 Stellen an der Universität Rostock freigehalten werden müssen. Man freut sich an den Hochschulen zwar über die zusätzlichen Mittel im Haushalt, diese können aber nicht einmal die Vakanzhaltung auflösen. Der Globalhaushalt für die Hochschulen entpuppt sich zudem immer mehr als Folterinstrument gegen die Wissenschaft. Die Universität Rostock bewirtschaftet zum Beispiel in Auftragsverwaltung die landeseigenen Gebäude. Die steigenden Betriebskosten muss die Universität aber selbst aus ihrem Globalhaushalt erwirtschaften, zum Beispiel aus Personalmitteln. Man müsste sich mal vorstellen, was hier los wäre, wenn die Polizei dazu verpflichtet würde, ihre Gebäude in Zukunft selbst und durch eigene Mittel zu bewirtschaften. Oder zum Beispiel der Stellenplan. Rechnen Sie einmal die Stellen im Stellenplan der Hochschulen zusammen und vergleichen Sie diese mit den Personalkostenzuweisungen. Die Stellen sind nicht ausfinanziert. Zum allem Überdruss hebt das Land die Wertigkeit von Stellen in den Plänen per Beschluss
stellt aber nicht gleichzeitig das notwendige Geld zur Verfügung. Das ist eine meiner Erachtens himmelschreiende Ungerechtigkeit, mit denen die Hochschulen über ihre Globalhaushalte alleingelassen werden. Die Globalhaushalte entwickeln sich immer mehr zum Folterinstrument gegen die Wissenschaft. Die Hochschulen sind bereits soweit, meine Damen und Herren, jetzt bitte ich Sie nochmal genau zuzuhören, in Zukunft nicht mehr so viele Drittmittelprojekte wie bisher aufzunehmen, weil sie keine eigenen Mittel mehr haben, um die Overhead-Kosten zu bezahlen. Overhead-Kosten kann man sich vereinfacht als Eigenmittelanteil bei Förderungen vorstellen. Die Hochschulen sind also teilweise nicht mehr in der Lage, ihren Eigenmittelanteil für alle ihre erfolgreich eingeworbenen Drittmittelprojekte zu erbringen. Und dabei hat es sich die Landesregierung zum selbsterklärten Ziel gesetzt, alle Fördermittel co-zufinanzieren. Meines Erachtens gehört auch dazu, sämtliche Drittmittel co-zufinanzieren. Herr Sellering, greifen Sie hier ein. Hier brechen Ihnen Institutionen zusammen, die für die Zukunftsfähigkeit des Landes unabkömmlich sind. Es wäre ein einmaliger und ungemein peinlicher Vorgang, wenn hier zugesicherte Studienplätze nochmals reduziert werden müssten und Drittmittelforschung vor die Tür gesetzt werden müsste und aus dem Land gejagt werden müsste. Meine Damen und Herren, hier im Land gibt es richtig viel zu tun. Wir brauchen hierzu eine tatkräftige Landesregierung, die sich auf ihr eigenes Urteilsvermögen und nicht nur auf PwC verlässt. Ich frage mich im Übrigen ganz am Rande, ob die Landesregierung auch schon einen Stammkundenrabatt bei PwC ausgehandelt hat. Das würde sich nämlich langsam lohnen. Meine Damen und Herren, der Haushalt gibt nur wenig Antworten zu den großen Herausforderungen im Land. Ich hoffe, dass die vielen Anhörungen, die die Opposition bereits beantragt hat, dazu führen werden, dass der vorliegende Flickenteppich in einigen Bereichen ausgebessert werden kann. Ich habe auch Herrn Kokert so verstanden. Es wird Anhörungen zur Theaterfinanzierung, zur Finanzierung von Schulen in freier Trägerschaft, zum Werftengesetz, zur Hochschulfinanzierung, zur Beamtenbesoldung, zum sozialen Wohnungsbau und zum Schienenverkehr im Land geben. Wir hätten uns auch gefreut, wenn in Mecklenburg-Vorpommern für die Kommunen ein Anhörungsrecht zum Haushalt wie in Rheinland-Pfalz eingeführt worden wäre. Wir werden aber explizit im Innenausschuss versuchen, die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zum Haushalt zu hören. Meine Damen und Herren, es stehen arbeitsreiche Wochen vor uns und ich danke Ihnen für Ihre lange Aufmerksamkeit.